Hey Leute, ich bin's Kathi und diese Woche gibt's, wie man Mützen aus Stoffresten macht. Zwei Arten. Hi Leute, ich bin's Kathi. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, normalerweise mache ich Upcycling-Tutorials, also Thrift-Flips, wo ich aus Omas Kleiderschrank mir Klamotten nehme oder vom Flohmarkt und daraus coole neue Sachen mache. Und dort bleibt einfach super viel übrig. Immer so kleine Stoffreste, aus die du selber nichts mehr Tragbares machen kannst, außer ein Bikini oder sowas. Von dem her gibt's diese Woche einen Ultra Bad Hair Day und Stoffresteverwertung in Mützenform. Und zwar auf zwei Arten. Also bei mir jagt prinzipiell ein Bad Hair Day den nächsten. Jeder, der öfters meine Videos schaut, weiß das. ja, deshalb ist oft eine Mütze so die einzige Possibility für mich, so relativ ansehnlich zum Supermarkt zu gehen. Ja. Ich werde folgende Sachen benutzen. Und zwar habe ich einmal diese Hosenbeine. Die sind aus meinem Video 5 Methoden, wie man Hosen enger macht. Und das verlinke ich euch hier. In dem Video sind auch zwei Shorts entstanden. Aus den Hosenbeinen der blauen Short habe ich schon ein Latzkleid gemacht. Das Video verlinke ich euch auch hier. Und aus diesen schwarzen werde ich jetzt eine der Mützen machen, weil der Stoff super steif ist und ich habe mir gedacht, das wäre doch gar nicht so schlecht. Und schwarz ist eigentlich immer, schwarz geht immer. Und dann habe ich noch dieses Oberteil eines Mantels von mir. Den habe ich mal aussortiert, weil er einfach auch nicht mehr schön war und zum Teil auseinandergefallen ist. Aber ich wollte ihn halt nicht komplett wegschmeißen, weil, ich weiß ja nicht, ich hatte ihn jahrelang und ich konnte es nicht über mich bringen, ihn wegzuschmeißen. Deshalb habe ich aus dem ganzen Unterteil einen Rock gemacht. Aus dem Oberteil werde ich jetzt versuchen, auch nochmal eine Mütze zu machen. Genau, so schaut's aus. So, für beide Mützen braucht ihr mal euren Kopfumfang. Das haben bei mir 56 cm. Jetzt ist es offiziell, ich habe einen Dickschädel. Dann gehe ich einfach auf so eine Mathe-Power-Seite und da mal Cookies bestätigen, damit ich immer schön Mathematikbücher auf Facebook vorgeschlagen kriege. Fang eingeben und dann kommt der Radius automatisch ausgerechnet raus. Da Stoff aber immer ein bisschen nachgibt, nehme ich 8,6. Die erste Mütze wird die perfekte Nähanfängermütze. Man findet sie überall auf Instagram und man stylt sie am besten mit Kaffeebecher. Die französische Baskenmütze. Für diese benutze ich meinen übrig gebliebenen Mantel. Die ganze untere Hälfte habe ich schon quasi aus Rockgrundlage hergenommen in einem anderen Video. Für den restlichen Mantel hatte ich aber bisher noch keine Verwendung. Für mich in dem Fall praktisch ist, dass er noch einen Futterstoff hat. Damit ich jetzt ein großes Stoffstück bekomme, musste ich ein paar Sachen zusammenstückeln und diese Naht nehme ich als Orientierung für meine Mitte her. Nach zweimal Zusammenfalten messe ich 15 cm von der Faltmitte. Beziehungsweise 16, weil ich 1 cm Nahtzugabe habe. Das schneide ich dann aus und voila, ich habe einen wunderschönen Kreis. Und ihr müsst nicht eure komplette Wohnung durchsuchen nach einem passenden Teller oder sowas. By the way, ich brauche zwei davon. Einen klappe ich jetzt wieder zusammen und messe jetzt meinen Radius von meinem Kopfumfang. Mit Nahtzugabe von 1 cm sind es dann quasi 7,5, weil ich es ja von der Mitte ausmesse. Und so haben wir einen Donut. Und genau das gleiche mache ich auch mit dem Futterstoff. Danach lege ich meine Kreise und Donate rechts auf rechts aufeinander und nähe einmal drumrum. Bei dieser Aufnahme ignorieren wir bitte, dass ich sehr unsauber gemessen habe, offensichtlich. Aber es macht wirklich nichts aus. Also don't worry, wenn ihr da nicht ganz genau wart. Nachdem wir die ganze Nahtzugabe eingeschnitten haben, können wir das Ganze umdrehen und glatt bügeln. Prinzipiell haben wir jetzt ja schon zwei kleine Baskenmützen vor uns liegen. Die werden wir jetzt ineinander verschachteln, sodass die rechten Seiten einander berühren. Also rechts auf rechts. Auf jeden Fall müsst ihr die beiden Baskenmützen quasi an dem inneren Kreis zusammenstecken, aber hier nicht komplett drumherum nähen, sonst eine Wendeöffnung lassen. Und wenn wir das genäht haben, werden wir das wieder alles einklippen, damit es dann schön flach liegt, wenn wir es umgedreht haben. Und dann mit ganz viel Geduld, das ist das, was ich nicht habe, aber mit ganz viel Geduld drehen wir die ganze Sache wieder um. Also wieder mit der rechten Seite nach außen. Dann bei mir etwa 1 cm von der Kante werde ich jetzt nochmal drumherum nähen. Bei mir ist es 1 cm, weil mein Gummi dann genau dazwischen passt. Wenn ihr einen dickeren Gummi habt, müsst ihr diesen Stich natürlich weiter drinnen nähen. Meine Wendeöffnung ist übrigens immer noch offen. Die habe ich noch nicht verschlossen, weil durch die fädle ich jetzt den Gummi einmal durch, mit Hilfe natürlich von Sicherheitsklammern. Nadeln, das sind Sicherheitsnadeln. Dann nähe ich die beiden Enden zusammen und lasse den Gummi komplett im Tunnel verschwinden. Und dann kann ich endlich diese Wendeöffnung zunähen.
Das ist jetzt übrigens eine Gürtelschlaufe von meinem Mantel. Die wird schon die ideale Größe, dieses Bommelding auf der Baskenmütze zu machen. Oh Gott, bitte erschießt mir nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe die Gürtelschlaufe auf jeden Fall mit einem ganz engen Zickzackstich zusammengenäht und dadurch gleichzeitig auch versäubert. Und nähe das jetzt an meiner Baskenmütze in der Mitte handisch droh, also mit der Hand. Entschuldigung, sehr krasser Dialekt gerade. Und das war's prinzipiell schon mit unserer ersten Easy Mütze. Falls ihr sehen wollt, wie es angezogen ausschaut, müsst ihr leider noch bis zum Ende des Videos warten. Und los geht's mit Mütze Nummer 2. Bekannt unter Schirmmütze, Schiffermütze, Bakerboy. Ich liebe das Teil einfach. Also prinzipiell wollte ich schon immer so ein Teil haben und dieser schwarze Jeansstoff eignet sich halt wirklich perfekt dafür. Wie schon erwähnt, stammt der aus meinem Jeans enger nähen Video, wo er heute Shorts zum Opfer gefallen ist und weichen musste. Jedes dieser Hosenbeine hat also zwei Nähte. Ich schneide jetzt erstmal einen Ornernaht entlang, hab dann quasi nur eine übrig, aber die nehme ich wieder als Mittelnaht her. Will heißen, beim Falten für den Kreis ist diese Naht quasi der erste Knick, wo ich falte. Für Bakerboy-Mützen wird ein Radius von 11,5 cm empfohlen und das mache ich auch und natürlich 1 cm Nahtzugabe. Danach müsst ihr ein Schnittmusterteil konstruieren, dafür braucht ihr jetzt irgendeinen Karton oder Papier oder so und wir zeichnen ein Viereck mit dem Maßen 9 x 17 cm. Dann mache ich zwei Markierungen. Einmal von der linken Ecke unten bei 3 cm und bei der rechten Ecke von oben gemessen und zwar 5 cm. Dann verbinde ich die obere linke Ecke mit meiner rechten Markierung in so einer schönen gebeugten Linie. So ein wunderschöner Graph, da kommen wieder meine mathematischen Fähigkeiten zum Ausdruck. Danach teile ich meinen Kopfumfang durch 4, das sind 18 bei mir und dieses Maß lege ich jetzt mit Hilfe vom Maßband auch in so einer gebogenen Linie hin. Die Linie sollte ein bisschen weniger gebogen sein wie die obere, aber auch nicht gerade. Aber ich muss sagen, ich habe das auch sehr Pi mal Daumen gemacht, so wie es ich schön fand. Es gibt übrigens auch so Vorlagen, die ihr euch ausdrucken könnt, wenn ihr das Gefühl habt, na, euch ist das zu dubios, das irgendwie selber zu machen. Aber es kommt da wirklich nicht auf den Millimeter an. Dieses Schnittteil wird dann gespiegelt und das Ganze gibt es zweimal. Dafür falte ich meinen Jeansstoff und schneide das quasi im Bruch zu, also auf der Falte. So weiß ich auf jeden Fall, dass beide Seiten gleich werden. So habe ich jeweils vom Jeansstoff und vom Futterstoff einen Kreis, sowie jeweils zwei von diesen neuen Schnittmusterteilen und noch zwei lange Teile Jeansstoff, die Länge von meinem Kopfumfang haben. Jetzt nähe ich aber mal diese zwei neuen Schnittmusterteile rechts auf rechts zusammen, damit quasi so ein Ring entsteht. Damit das alles ein bisschen mehr nach Mütze ausschaut, werde ich die Nahtzugaben der Nähte jeweils rechts und links vor der Naht absteppen. Dann wird die längere Seite von diesem Schnittmusterstück mit dem Kreis zusammengenäht und zwar wieder mal rechts auf rechts. Mein Kreis hat eine Mittelnaht und deshalb werde ich die Nähte, die zwei von meinem Schnittmusterring, an diesen Mittelnähten anpinnen, damit das Ganze von außen natürlich ein bisschen besser ausschaut. Wenn ihr ein Stoffstück habt, wo keine Mittelnaht erforderlich ist, ist das natürlich wurscht. Und hier ist mal was passiert, was mir ständig passiert, und zwar mein unterer Faden ist ausgegangen. Ich habe es nicht gemerkt und habe einfach eine Geisternaht genäht. Yay! Schreibt mir in die Kommentare, wenn euch das auch ständig passiert. Die Nahtzugabe wird natürlich wieder geklippt und dann wieder abgesteppt von oben, und zwar auf den Schnittmusterteilen drauf. Diese vorher schon erwähnten zwei Jeansstreifen haben eben die Länge von 56 cm, also meinen Kopfumfang, eine Breite von 4 und jeweils natürlich Nahtzugabe. Beide werden auch rechts auf rechts zusammengenäht. Ein Schnittmusterteil brauche ich aber noch, und zwar diese vordere Lasche von so einer Cappy. Sowas gibt es sicher auch online, aber ich habe einfach eine Cappy, was ich zu Hause hatte, einfach als Modell hergenommen und habe mir da einfach mit einem Stoffrest das Schnittmuster abgepaust. Dieses Schnittmuster lege ich der Einfachheit halber auch auf ein gefaltetes Jeansteil und nähe die beiden auf der Außenlinie zusammen. Die müssen aber rechts aufeinander liegen. Sobald ich das gemacht habe, konnte ich den Überschuss einfach wegtrimmen und die Teile sind wunderbar zusammengenäht und gleich groß. Dann klippe ich die Nahtzugabe wieder ein. Oh mein Gott, für dieses Video habe ich so viele Nahtzugaben geklippt. Ich sag's euch. Halleluja! Und so viele kleine Dreiecke flacken in meinem Zimmer rum. Nachdem ich das Ding gebügelt habe, werde ich jetzt Zierlinien einnähen, beziehungsweise die stabilisieren das Ganze auch. Drei Stück, jeweils etwa 1 cm voneinander entfernt.
Von der Reihenfolge werde ich jetzt so ablaufen. Die Mütze wird jetzt zuerst mit dem Bund verbunden und dann mit dem Cappy. Die Naht vom Bund möchte ich dabei hinten haben. Deshalb tue ich jetzt zwei Seitennähte der Mütze zusammenlegen, damit ich genau die hintere Mitte bestimmen kann. So wird das alles wieder zusammengesteckt, einmal drum genäht. Und dann kommt an dem Bund die Cappy dran. Ich habe das an meiner gezeichneten Markierung festgesteckt. Hier habe ich noch viel zu viel Nahtzugabe dran, aber ich wollte einfach lieber zu viel dran lassen wie zu wenig. Das festzunähen ist ein bisschen eine Gequäke, weil das sträubt sich voll dagegen. Aber langsam und ruhig und mit ganz viel Stecknadeln geht das eigentlich ganz gut. Wenn die ganze Scheiße super früh aufmuckt, dann könnt ihr ja die Nahtzugabe während dem Nähen ein bisschen einschneiden, dann geht's leichter. Und daran kommt jetzt der zweite 56 cm lange Bund. Das Cappy-Teil wird quasi eingesandwicht zwischen den zwei Bünden. Dirty. Und ich nähe das Ganze wieder einmal rum. Währenddessen habe ich natürlich meine Futterteile auch schon zusammengenäht und die kommen jetzt an diesen zweiten Bund dran. Der Futterstoff ist übrigens Restfutter von meinem Ballkleid. Video gibt's oben rechts. Da achte ich drauf, dass die beiden Seitennähte auf der gleichen Höhe sind. Dann schaut das alles ein bisschen mehr professioneller aus. Und ich stecke die wieder rechts auf rechts zusammen. Da muss ich das Futter quasi um die Mütze rumhüllen, was ein bisschen eng wird, aber das funktioniert. Und da müssen wir jetzt wieder eine Wendeöffnung lassen. Und ja, jetzt kommt wieder der Geduldteil. Langsam die Teile wieder auseinanderdrehen, damit sie dann links auf links sind. Wirklich vorsichtig, sonst reißt am Ende noch was. Oh, ich bin da Spezialist für. Das schaut halt jetzt wirklich aus, als ob zwei Kappen miteinander schmusen, gell? Die Futtermütze müsst ihr aber einfach hineinstopfen und dann noch die Wendeöffnung mit der Hand zunehmen. Damit das Ganze noch ein bisschen professioneller ausschaut, werde ich die Kante, wo der eine Bund den anderen Bund trifft, nochmal absteppen. Ganz nah an der Kante. Und zwar einmal rum. Und schon ist die Mütze fertig. Die hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert und war ein bisschen schwieriger wie die andere, aber an sich auch kein großes Problem. Das ist mein erstes Mal, dass ich Mützen mache und es hat eigentlich schon sehr gut funktioniert. Also ich bin super happy mit dem Ergebnis. Und ich muss sagen, ich bereue schon ein bisschen, dass ich bei der ersten Mütze nicht das rote Futter hergenommen habe, weil das schaut schon cool aus. Und wie versprochen, beide Mützen angezogen. Tada! Und hier haben wir Mütze Nummer 1 und die war wirklich super easy. Also wie ich eh schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt habe, das war mein erstes Mal, dass ich überhaupt sowas ähnliches wie eine Kopfbedeckung nähe. Und es war wirklich so easy. Also hey, traut euch an diese Bastelmütze ran, die ist wirklich super simpel. Und auch wenn sie ein bisschen unförmig ausschaut, wie man sie fertig hat, wenn man sie aufgezogen hat, der Kopf füllt das aus, don't worry. Ich finde, das schaut total knuffig aus und auch wenn ich schon längst aufgegeben habe, so meinen French-Style irgendwie zu entdecken, dafür schaue ich einfach zu schwedisch aus. Ja, nein, ist cool, ich lieb's. Ich werde das Ding fix öfters tragen. Und Mütze Nummer 2, auf die habe ich mich ja besonders gefreut, weil ich wollte so ein Ding schon immer mal haben, aber es war mir immer zu teuer, weil es kostet meistens so 50 Euro und das ist dann in irgendeinem Fast-Fashion-Laden und in, sag jetzt, in meinem umweltverträglicheren Laden kostet es noch mehr und hey, das ist echt mit in meinem Budget, aber es war wirklich nicht so schwierig, wie ich dachte, also alles gut. Man sollte schon ein bisschen mehr Ahnung haben von nehmen bei der zweiten Mütze, aber es ist wirklich keine Hexerei. Und sie sitzt wirklich perfekt, weil in der Mütze ist ja kein Gummi oder sowas drin und sie sitzt wie angegossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hey, lasst mir doch ein Like da oder ein Abo oder schreibt mir einen netten Kommentar oder schreibt mir einfach irgendeinen Kommentar. Ich freue mich über alles. Tschüss.